mal ein bisschen näher, weil ihr ein Auto parkt. Herzlich willkommen zur Montagsdemo. Ja, alle drei Wahlen sind Geschichte. Thüringen, Sachsen-Brandenburg, und trotzdem sind wir hier zahlreich versammelt, und genau so muss es sein. Das ist Widerstand gegen ein total bescheidenes System, egal wie die Wahlen ausgegangen sind. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Dankeschön. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, für die Damen und Herren vom Verfassungsschutz: Wir sind überhaupt nicht aus, einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu starten, sondern das haben schon andere für uns getan, nämlich ihr selber. Und wir sind diejenigen, die sie bewahren wollen. Nur um das mal ganz klar auszudrücken. Ja, was gab es die Woche wieder? Ich denke, ihr habt es gesehen im Fernsehen. Vor einem Jahr waren wir alle Israelis. Sollten wir jedenfalls sein. Und ich habe vor etwa einem Jahr gesagt, dass ich mich damit nicht identifizieren kann, und wurde dafür von der SZ gleich wieder beschimpft, am liebsten noch als Antisemit. Wenn man sich jetzt die Sache anschaut, muss man genau das sagen, was vor einem Jahr schon klar war. Nicht jeder Israeli ist ein Verbrecher, aber die Regierung scheut nicht zurück, Verbrechen zu verüben. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das ist scheißegal, wie das Land heißt. Verbrechen gegen die Menschlichkeit haben in der heutigen Welt keinen Platz mehr. Weder in Israel, noch in Sachsen, noch in der Bundesrepublik. Die beiden Parteien da unten schenken sich wahrscheinlich beide nichts, gar nichts. Aber auf so heimtückische Weise Menschen umzubringen, das hat mit Menschenrechten nichts mehr zu tun. Und Frau Baerbock sollte sich 360 Grad umdrehen und sich für den Scheiß, den sie vorher erzählt hat, mit wir sind alle Israelis, einmal kräftig, gewaltig schämen. Ja, und dann haben wir noch eine Wahl gehabt am Wochenende. Schön, dass das war. Und man fragt sich immer wieder, wie schlecht muss es den Leuten noch gehen, bevor sie begreifen, wo der Hase langläuft. Ja, es ist einfach so. Die Menschen bekommen im Regelfall das, was sie sich verdient haben. Und wenn sie sich jetzt wieder für, naja, was willst du werden? Grün, oder grün ist ja immer, nee, rot, rot, was ist das, Himbeere oder was? Oder rot-schwarz entschieden haben. Dann kriegen sie eben das wieder. Und dann kriegen sie eben wieder eine Beute mit Bildungsverlusten, wie auch immer, mit der nächsten Spritze, mit der nächsten Pandemie. Dann haben sie das eben. Und wenn man sich mal heute die Zahlen angeguckt hat, wer wen gewählt hat, diejenigen, die Älteren, die haben tatsächlich wieder SPD gewählt. Das sind genau die, die im Prinzip in der Corona-Pandemie in die Impfe getrieben wurden, die, ja, auch in den Altenheimen keinen Besuch mehr empfangen durften und so weiter und so weiter. Die Jugend, und das freue ich mich wirklich, die Jugend hat einfach anders gewählt. Da ist wohl hauptsächlich Vernunft mit im Spiel. Und das ist ja eigentlich das Gemeine, dass diese Aasgeier, diese Seelenhascher, Rot, Grün und so weiter, eigentlich versuchen in den Schulen schon die Jugend zu überzeugen, dass Genderwahn komplett in Ordnung ist. Und ja, die Hoffnung war ja auch mit der Herabsetzung des Wahlalters am besten viele Stimmen für Rot und Grün zu motivieren. Und das ging voll nach hinten los. Und da freue ich mich aber sowas von wirklich. Ich freue mich, dass die Jugend langsam anfängt zu verstehen, was hier in diesem Lande läuft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war erstmal soweit mein Beitrag für heute Abend. Dann hat der Burkhard mich noch gebeten. Der Jochen hat 12 Hefte aufgewacht hier mit dabei. Also ganz tolle Artikel drin, nach der Ankündigung, die ich schon gelesen habe. Und wer möchte, kann das Heft nochmal für 5 Euro
heute Abend Benzin. Normalerweise ist es jetzt schon 8 Euro im Abo, glaube ich. Ja, aber wer Interesse hat, 5 Euro der Wohlgang verteilt, das geht klar. Ja, und dann können wir uns eigentlich auch schon hier zum Marsch positionieren. Wir laufen heute wieder die kleine Runde. Und ja, könnt ihr euch schon hinstellen, ich baue schnell ab. Achso, jetzt weiß ich noch, was ich dran denken wollte. Ich hatte ja vor gewisser Zeit schon mal Flyer verteilt für unsere Kältesauna. Die Kältesauna, ja, ist immer noch nicht fertig. Ein Transportunternehmen sollte die Kältesauna ganz behutsam ausladen und bei uns einbauen oder hinstellen. Nicht einbauen, nur hinstellen. Leider ging das in die Hose. Der Schaden wurde bis heute noch nie geregelt. Das heißt, ich habe leider noch keine funktionsfähige Sauna. Aber ich halte euch auf dem Laufenden und die Gutscheine, die ich verteilt habe, die lasst euch schön. Und wenn ich dann Bescheid sage, wenn alles geht, könnt ihr die gerne nochmal nutzen. Ja, jetzt habe ich alles erzählt. Bis später.
Schön, dass ihr wieder da wart. Kommt gut nach Hause. Hiermit ist die Veranstaltung offiziell beendet. Wir sehen uns wieder nächste Woche Montag. Bis